Der Patient geht zum Zahnarzt, hat irgendein Problem. Der Zahnarzt stellt das natürlich fest und entscheidet dann, was er macht. Schickt uns dann die Abdrücke für das und was wir genau machen müssen. Und wir machen dann natürlich die Arbeit. Also zuerst stellen wir ein Modell her und dann schauen wir mal, was genau drauf kommt. Zum Beispiel eine Krone oder so. Oder dann tun wir die schön aufwachsen oder auch fräsen digital, kommt ganz drauf an. Und arbeitet die halt so aus, dass man das Beste für den Patienten überkommt, eigentlich. Also an meinem Beruf gefällt mir sehr, dass ich dem Patienten wieder ein Stück Lebensqualität und Funktion zurückgeben kann. Auch, dass ich das Selbstwertgefühl von meinen Patienten wieder aufrichten kann, mit einem schönen Lächeln, was sich auch der Patient gewünscht hat. Und allgemein gefällt mir auch, dass ich meine Kreativität ausüben kann und mit den verschiedensten Materialien arbeiten kann. Also ich habe den Beruf eigentlich gewählt, weil ich habe schon immer sehr Interesse an Zahnmedizin gehabt. Ich wollte zuerst Zahnarzt machen. Aber das mit dem Studium halt, dann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust habe, noch mal 7 Jahre in die Schule zu gehen. Dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und habe gesehen, ja, Zahntechnik ist sicher eine Option. Man macht immer noch Sachen für den Patienten. Man tut immer noch Sachen im Maul machen. Oder fürs Maul. Ja, und ich bin geschnuppert und habe mich eigentlich in den Beruf verliebt. Durch diese 4-jährige Lehre habe ich gelernt, gut mit Stress umzugehen. Sagen wir mal, wenn eine Arbeit dringend fertig sein muss, dann kann ich ruhig bleiben und muss nicht irgendwie jetzt noch für eine Arbeit oder so stressen. Also eben, der Sinn für unseren Beruf ist eigentlich, den Leuten ihr Lächeln wieder zu geben und auch dafür zu sorgen, dass sie wieder etwas zwischen den Zähnen haben.